So, hallo meine lieben Freunde, ich war heute wieder fleißig. Es ist heute Mittwoch und normalerweise habe ich da nicht so wahnsinnig viel Zeit. Aber das Wetter ist heute wunderbar gewesen und darum habe ich mir gedacht, das muss ich etwas ausnützen und habe so gegen 4 Uhr noch angefangen. Es ist jetzt glaube ich 7, also so 3 Stunden gewerkt und jetzt ist so der Zeitpunkt, wo schon das Wichtigste so drinnen ist und alles andere, was man jetzt noch so macht, zwar ziemlich viel Arbeit ist, aber eben auch nicht mehr so ersichtlich. Aber schauen wir einfach mal rein und dann zeige ich euch auch noch das Teil, das ich heute gezimmert habe, auf das ich richtig stolz bin. Im Vergleich zum letzten Mal, da jetzt zwei so herrliche Ablagen, da kann man wirklich sehr cool Dinge reintun, wie da zum Beispiel diese Wasserflaschen. Denn natürlich ist auch der Wassertransport wichtig und ich weiß noch nicht, ob ich das einfach mit 2, 3, 1,5 Liter Flaschen immer mache oder ein Kanister, der braucht wieder extra Platz. Und ich denke, wenn man immer so 2 Flaschen auf jeden Fall dabei hat, hat man ja auch schon einiges. Und da oben kommt auf jeden Fall die Kaffeekanne hin. Da kommt auch alles, was mit Kaffee und Getränken zu tun hat. Also da kann man schon einiges ablegen. Ich habe das Ganze auch mal überpinselt mit einem Klarlack, damit das Ganze auch halbwegs ja, beständig ist und nicht gleich irgendwie zum Faulen anfängt. Jetzt habe ich die obere Platte wieder runtergegeben, weil ich da unten eben also diese Schublade gemacht habe und da habe ich wieder einiges auseinanderschrauben müssen, weil hinterher kommt man immer wieder drauf. Zum Beispiel waren da eben auch also diese na wie heißen die schon wieder? Ist ja egal, ne, mit denen ich das Ganze zusammenschraube, waren da zum Teil drin, die habe ich alle versetzen müssen, damit das dann auch reibungslos reingeht. Ich kann es jetzt nur nicht reinschieben, weil ich es gerade eben auch gestrichen habe. Was ich dann auch noch getan habe, ist eben da das Bett hier noch mit Leisten verstärkt, ja, damit es dann auch wirklich richtig gut hält und wow. Jetzt ist es richtig gut, also es eckt nirgends an, es geht auf, es geht zu. Naja, man muss sich halt einfach auch dann das wieder antun, dass man, wenn man schon was fertig hat und sie denkt, okay, so ganz passt es nicht, dass man es einfach auch wieder rückbaut, weil sonst hat man dann immer irgendwie so ewiges gescheißert. Genau, und jetzt wandert man einfach mal zu meiner Schublade. Ja. Also muss ich sagen, ich hätte es mir nicht gedacht, dass die so wird. Man darf nicht ganz genau schauen. Ja, das ist natürlich, ich meine, das ist meine Stichsäge, mit dem schneide ich das Ganze. Ich bin auch keiner, der das dann wie verzinkt oder wie auch immer das heißt, dann so, sondern ich habe es in dem Fall genagelt und geleimt und auch hier wieder mit diesen Winkeleisen heißen die genau, zumindest einmal verstärkt, damit ich das Ganze dann auch, damit es einmal hält und dann eben mit Leim und auf der anderen Seite, jetzt klang es wieder an, so man sieht hier genagelt. Ich gehe davon aus, dass Leim und Nägel halten. Ja, die Schublade passt auch rein und auf das bin ich richtig stolz, weil da bringt man einfach richtig was rein. Das ist, ja, ich muss sagen, also ich will sagen, es läuft eigentlich, es läuft, wie man so schön sagt in der Jugendsprache, es läuft und ich bin sehr zufrieden und was heute auch noch gekommen ist, das werde ich jetzt auspacken, weil natürlich auch der Strom eine Sache ist. Der Strom, ich habe ja im ersten oder zweiten Video gesagt, glaube ich, ebenso, ja, so eine Dachpaneele für den Sonnen, für die Sonnenenergie, ja. Und irgendwie haben wir jetzt gesagt, ne, ich weiß nicht,
Habe auch immer wieder mal wo gelesen oder gehört, naja, bis sich das auflädt. Und es gibt schon auch so andere Möglichkeiten. Ich brauche jetzt nicht wahnsinnig viel Strom. Das Wichtigste ist mir, dass ich meine Geräte aufladen kann. Das ist das Notebook, das muss aufgeladen werden können. Das Handy und solche Dinge, die sind am wichtigsten, für Licht. Ja, da gibt es auch noch irgendwelche Möglichkeiten, die man dann mit einem USB anstecken kann. Also da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel. Das mit dem Kompressor-Kühlschrank, das probiere ich jetzt einfach mal aus, wie das funktionieren wird, wenn er einfach nur am Auto dran hängt. Und da habe ich mir eben so einen Wechselstrom-Richter. Meine Güte, werden Sie sich denken, der hat ja von dem Ganzen überhaupt keine Ahnung. Stimmt, genau. Ich habe mir sowas gekauft, dass ich im Auto eben an. Im Auto Zigarettenanzünder anstecken kann, das dann den Strom von 12 Volt auf 230 Volt umwandelt. Hab mir einiges angeschaut, ein paar Berichte gelesen und das scheint gut zu funktionieren, dass man eben während der Fahrt auch das Notebook und solche 230 Volt Geräte, wenn sie unter 1000 Watt sind, auch gut laden kann. Und das wird jetzt einmal einfach einmal der Strom werden. Das reicht einfach einmal. Und jetzt werde ich das Teil einmal auspacken und anschauen. So, jetzt habe ich die Schublade noch schnell reingeschoben. Sie ist zwar noch nicht ganz trocken, aber es ist eh besser, sie ist jetzt im Auto drinnen als wie hier draußen, weil es eben auch feucht wird. Also schauen wir doch gleich mal. Jo, also da bin ich ja richtig stolz drauf. Das schaut ja von weiter weg unglaublich professionell aus. Es geht hin und her. Ich habe da auch keine Schiene drin. Das ist mir egal, das brauche ich nicht. Sondern das rutscht einfach am Boden und auf der Seite ist hier ein bisschen ein Spiel. Ja, das Knopf noch drauf, damit es leicht aufgeht. Und da hat herrlich viel Platz. Geschirr, oh, natürlich ein bisschen Nahrungsmittel und ich weiß nicht was. Also von dem her, da bin ich recht zufrieden. Was noch spannend wird, da unterm Bett ist ja auch noch relativ Platz, ob ich das einfach so lasse, um eben alles Mögliche hineinzugeben. Mal schauen. Aber so bin ich recht zufrieden mit den Verstaumöglichkeiten. Wie gesagt, da kommt alles irgendwie rein, was man so braucht. Also, das eins kann ich irgendwie ganz klar sagen. Ich weiß relativ genau, was ich brauche, was ich möchte, was wichtig ist. Und deshalb kann man es nach diesen Bedürfnissen dann einfach auch machen. Das ist ein guter Vorteil. Also, wenn man wirklich weiß, was brauche ich, was will ich, was unbedingt und was muss ich nicht haben. Dann passt es auch, weil sonst würde man so universalmäßig für alles ein bisschen was machen. Dann habe ich für alles ein bisschen was und so habe ich für die wichtigsten Dinge gut Platz. Und für das, was ich nicht wirklich brauche, habe ich einfach keinen Platz. Fertig. Und so ist es dann auch. Ja, und für heute bin ich ziemlich drauf. Also ich schaue ja aus, als wie ein richtiger Arbeiter. Genügt's. So, meine Lieben, jetzt habe ich mich nochmal kurz ins Auto reingesetzt, weil ich mir mit euch jetzt nochmal dieses Sudokeli Power Inverter, diesen Power Inverter anschauen möchte. Es schaut mich relativ übersichtlich aus. Ich musste jetzt nicht irgendwelche Drähte verdrahten oder sonst irgendwas, bis auf die zwei, wie heißt das, Pole Phasen, also das rote und das schwarze, aber da. Kann ich, das kann ich, weil ich kenne die Farbe Rot und die Schwarze. Ja, schauen wir es uns einmal an. Da liegt es, das Teil, Sudokeli Power Inverter, also sein Umwandler halt, ne, von 12 auf 200, weiß nicht, 30 Volt. Ja, und laut Beschreibung kann man alles Mögliche anstecken, ja. Notebook, einen Föhn, ja, die Dinge bis 800-900 Watt, ja, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Ja, man kann jetzt keine Mischmaschine anhängen oder auch keine Waschmaschine, aber für das brauche ich es nicht. Es schaut mich sehr stabil aus, muss ich sagen. Es schaut hochwertig aus, hat auch immerhin knappe 80 Euro gekostet. Das geht so. Also muss sagen, die Kosten bisher, die halten sich eh in Grenzen. Also das werde ich dann auch noch mal auflisten, wie viel
hunderte Euro nicht dieser Umbau so, bis ich es eben so wie ich es brauche, so wie es mir, so wie es für mich gut ist, ja, wie viel Euro da einfach mal reingeflossen sind. Es werden auf keinen Fall an die Tausende oder sonst irgendwas. Ja, also so schaut das aus. Das Teil, das einzige was jetzt da ist, das Kabel ist jetzt nicht wahnsinnig lang. Ich habe mir da ja vor kurzem auch was gekauft, das ist einen, da kann man drei schon mal eben, wenn man dachte, das kann man brauchen, wenn der Kühlschrank dazu kommt und dieses Teil eben auch, wobei man dann natürlich auch den Kühlschrank wieder anstecken könnte. Aber ich merke, das muss man auf jeden Fall mal ausprobieren und ich werde es bei meinem anderen, beim Duster ausprobieren, weil ich da irgendwie ein bisschen am Bammel habe, dass da gleich die komplette Elektrik zusammenhaut. Okay, das war's jetzt aber wirklich für heute und ja, bis zum nächsten Mal.